Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jurassic World Evolution. Und ja, wir wollen immer noch wieder ein paar Aufträge sammeln und anschließend dann irgendwann unseren eigenen Park bauen. Das ist nicht mehr so lange hin, aber jetzt wollen wir noch ein bisschen gucken, ob wir da was zusammengesammelt kriegen an irgendwelchen nützlichen Sachen, die wir dafür gebrauchen können. So, dann können wir alles nicht mehr gebrauchen hier, alles weg. Und wir haben bald alles erforscht, was hier geht. Vielleicht schaffen wir das ja auch noch, wäre ganz witzig. Natürlich fehlen immer noch einige Dinos, das ist klar. Wer fliegt denn da jetzt gerade und warum? Es kann was freigelassen werden. Camara oder Indoraptor? Der Indoraptor. Leute, es gibt jetzt einen Indoraptor-Kampf. Ich bin gespannt. Die neuen Tiere wurden zugestellt und wir können den Scheck einlösen. Und alles nur dank Ihnen. Das ist doch schön. Das wird ein Kampf. Mit Ihnen in meinem Team sind wir unaufhaltbar. Wirklich gut gemacht. Diese Protokoll an den Indoraptor im Park willkommen heißen zu dürfen. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben Sie bewiesen. Danke. Jetzt wird's lustig. Mal gucken, wer er gewinnt von euch beiden. Oh, wer ist er? Er geht aber zielstrebig auf ihn zu. Hi. Ihr sagt nicht, dass ihr euch beide vertragt. Vor allem, wie der gerade die Ziege gerissen hat, war ja wohl krass. Aber es sieht jetzt gerade echt so aus, als würden die sich vertragen. Ernsthaft? Warten wir mal ab. Oh, Moment. Ich glaube, er mag das nicht, dass er Besuch hat. Irgendwie ist der gruselig. Ist auf Rot, ja. Ich hoffe doch, dass sie sich gegenseitig bekämpfen und jetzt nicht anfangen. Na, wir gucken mal. Nicht, bevor die jetzt ausbrechen, werde ich sie natürlich dann lieber einschläfern. Das ist ja klar. Oh, es gibt was zu erforschen. Sehr schön. Gucken wir dann mal. Aber erstmal noch mal ein bisschen hier was in Gang setzen. So, und dann gucken wir mal, was wir erforschen dürfen. Zwei Sachen gleich. Einmal Fossilien. Dann haben wir jetzt hier der Sinoceratops. Zugriff auf das gefallene Königreich. Okay, sehr schön. Neue Dinoart. Jetzt hätte man das machen können mit 60% eines neuen Genoms. Ausbrütungstempo. Das ist natürlich auch geil. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Ja, Leute, was ist mit euch beiden jetzt? Oh. Dieser Auftrag ist ganz neu und ich gebe Ihnen die Möglichkeit, ihn sich als erstes zu schnappen. Ja, das ist ja nun kein Ding. Das ist ja gleich fertig. Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht verstehen. Aber diese Insel und die Dinosaurier, die auf ihr leben, können diese Angst verwandeln. In Hoffnung vielleicht. Ich weiß es nicht. Jetzt geht's los. Aber der Schlüssel ist, so viele Leute wie möglich hierher zu bringen. Einer wird überleben. Geile Geräusche machen sie. Na, ist er tot? Na, fast. Jo. Jetzt hat er ihn. Jetzt hat er ihn. Es ist schon cool gemacht, ne? Da kann man ja sagen, was man will. Das ist so cool gemacht. Jo, hat auch gut geklappt. Abtransportieren bitte. Produkt wird eingesammelt. Sehr gut. Schön. Ich mag das, tut mir leid. Auch wenn es vielleicht makaber ist, ich finde das total geil. So, wieso? Ich habe doch gerade was von neuen Fossilien gelesen, aber was war das jetzt da gerade? Nö, habe ich gar nicht. Hä? Ach, ich habe hier eine neue Ausgrabungsstation.
Oh, ich habe jetzt... Nee, ich dachte, ich habe jetzt drei. Aufstatt da, ich habe was Neues. Ich weiß es nicht. So, was haben wir jetzt hier? Ich nehme noch mal einen von ihr an. Seinen haben wir erfüllt, ihr noch gar nicht. Okay. Anfrage wird bearbeitet. Na gut. Gucken wir gleich nochmal. Achso, jetzt... Ja, von ihr wollte ich noch einen. Ich weiß, Sie sind beschäftigt. Das kriegen wir hin. Aber diese Gelegenheit ist einfach zu gut. Ja, das schaffen wir aber auch locker, denke ich. So, dann gucken wir hier nochmal. Die Gelegenheit ist einfach zu gut. So, haben wir jetzt mal unsere... Tja, was ist denn das hier? Wieso klappt denn das nicht? Erfolgsrate 2.0 am Arsch. Was ist denn beim Kamara jetzt so schlimm? Ich guck noch mal eben. Gen modifizieren. Ach, die Lebensfähigkeit ist bei Minus. Das ist natürlich schlecht. Lebenserwartung. Ist doch da. Stehe ich nicht. Lebensfähig. Muss ich was anderes machen? Versuch es nochmal. Und jetzt bitte. So, und irgendwo ist schon wieder Futternot. Oh ne, da ist einer krank. Das ist nicht schön. Ranger-Team, kümmere dich bitte darum. Kein Problem. Wir bleiben bei ihm kurz hier. Nicht, dass das gleich heißt, da ist noch einer krank. Vielleicht. Ja, das kostet auch schon wieder 40.000. Aber komm, hier sind so viele drin. Und füll ruhig mal auf. So. Was macht jetzt unsere Bar, die wir hier neu hingezimmert haben? Ist die schon besucht? Die ist sogar sehr gut besucht. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, machen wir das so. Also, wenn hier irgendwann nochmal Dinos reinkommen, wäre das voll schön. Okay, der ist am Heilen, das ist gut. Unserem T-Rex geht's auch soweit gut hier? Ja. Eine infizierten Dinosaurier entdeckt. Der fühlt sich hier drin wohl. Natürlich könnte man die Sichtbarkeit ein bisschen erhöhen. Warte mal, für die Gäste. Nicht für die Gäste, für hier, für Gehege, so. Ich würde sagen, dass man hier ruhig noch einen hinhauen kann. Ne? So. Da kommt man rein und ist direkt beim Dino-Park. So, da haben wir ein Hotel hier. Und ihr seid auch alle zufrieden, wie es aussieht. Ja, wunderbar. Hier ist ja noch Platz, sehe ich gerade, ne? Theoretisch ist da Platz. Hm. Können wir noch was Kleines reinpacken. Warte mal, ja, wenn, dann Zaun natürlich, ist klar. Da könnte man ja irgendwas reinpacken. Also die Idee ist ja nicht verkehrt, ne? Habe ich gar nicht gesehen, dass hier noch so ein Platz über ist. Ist ja eigentlich ganz schön. Na, war es ganz gut eben. Ah, ich hoffe, ich komme hier irgendwie durch. Warte mal, gucken. Ja, da komme ich rum. Es muss ja hier nichts groß, muss ja nicht groß schön sein. Das ist ja nur für die
für die Wärter, wollte ich gerade sagen. Das war jetzt doof gemacht. Ach. Den Hungerhaken da mal wieder wegnehmen. So, und da muss natürlich auch ein Tor rein. Da haben wir schon die beiden Tore dann nebeneinander. Das ist ganz gut. Dann würde ich sagen, machen wir das zweite Tor hin hier. So. Und natürlich ist da jetzt viel zu viel Gedöns drin. Ups. Eine neue Gelegenheit hat sich aufgetan. Aha. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Zinkse zu Hangformation. Formation. Gucken wir gleich mal nach. Wir dürfen wieder was Neues erforschen. Gucken wir hier mal eben. Gebäude-Upgrades. Achso, das wird das. Ja, genau. Da muss ich hin. Ist die hier hinten vielleicht, dass man hier was machen kann? Da! Eine neue Ausgrabungsstätte! Geil, da gibt es den Sinoceratops. Guck mal an. Sehr schön. Das ist doch cool. Dann haben wir da wieder was Neues. Schade, dass wir jetzt den Auftrag nicht mehr einfach wegen 60% da erfüllen. Aber wir können ja nochmal einen Auftrag annehmen, fällt mir gerade ein, ne? Ne, wir haben schon 3 am Laufen, okay. Keine Stromausfälle, das läuft noch. Gesamtbesucherzahl ist noch nicht ganz fertig. Ja, Aufträge laufen alle, sehr gut. Was habe ich denn hier? Habe ich... Ach, Ceratus haben wir ja schon, ne? Ja, dann... Ich glaube, ich weiß noch nicht, was ich da reinmache. Irgendwas Schönes. Vielleicht die Lophosaurier. Aber die brechen so schnell aus, ne? Da wollte ich hin. Oder Dracorexe. Dracorexe sind vielleicht ganz schön. Die wollen ja ganz gerne alleine für sich, ne? So. Wäre die Frage, was man da hinpackt. Da hätte ich vielleicht ein bisschen... Warte mal. Ein bisschen mehr gerade machen sollen. Warte mal. So, mal auf. Ich muss aus dem Abrissmodus raus. So. Ach komm. Das kann nicht dein Ernst sein jetzt hier. Oder wir nehmen halt so ein kleines. Warte mal. Das geht natürlich auch. Hier so ein. Das wäre sogar noch viel besser eigentlich, ne? Fossilien. Gucken wir mal, da haben wir schon was gefunden bei der neuen Ausgrabungsstation. Ich sage Ihnen etwas, das ich selbst etliche Male gehört habe. Ja. Ich weiß nicht, wie Sie es gemacht haben. Nur, dass Sie es gemacht haben. Danke. Bitte. Wahrscheinlich kriegen wir gleich eine neue Belohnung dafür, dass wir ihr geholfen haben. So. Dann nehmen wir wieder irgendwo hier ein. Zack. Und da hinne. War das jetzt da, ne? Okay. Kein Strom. Da ist kein Strom. Dann nehmen wir mal ein kleines Umspannwerk. So. Sollte reichen. So, ich weiß allerdings noch nicht, wie wir das, oder was wir jetzt genau da reinpacken sollen. Erstmal kleines Wasser.
Vielleicht wirklich die Lophosaurier? Oder die Dracorexe? Ich weiß es halt nicht. Was haben wir denn? Ich guck mal, was der Wert ist. Also hier, guck mal. Der Dilophosaurus hat Bärstufe 94, der Dracorex 32. Nimm mal die Lophos, oder? Dann muss ich natürlich dementsprechend auch dann das Futter packen. Ah, nimm mal schon. Ach, Sie haben es geschafft. Was denn? Glückwunsch uns beiden. Ja, bitte. Rufbelohnung, Wissenschaftszentrum. Okay. Ah, interessant. Lass ich gleich erforschen. Muss ich das noch erforschen lassen? Nee, ist schon da, ne? Ist schon da. Warte mal. Da, Wissenschaftszentrum. Ein Pflichtbesuch für alle Parkgäste, die sich der Wissenschaft interessieren. Generiert je nach Wissenschaftsruf zusätzliche Einnahmen. Kann ich das am Anfang hier noch bauen? Da war noch Platz. Das ist doch geil. Hier so. So. Das ist gut. Sehr gut. Ha! Gibt zusätzliche Einnahmen. Das hört sich doch immer gut an, ne? So, und unsere Besucher steigern sich auch bald. Vielleicht muss ich hier extra nochmal ein Hotel hinknallen. Ich hoffe nicht. War schwach und ist gestorben. Ach nein, das ist doch jetzt nicht wahr. Oh, die kann ich weiter freilassen. Immerhin. Gut, dann gucken wir uns wenigstens nochmal eben die Kamara an. Die sind so eine Mischung, finde ich, aus Diplodocus und Brachio. Finde ich ganz hübsch. Mehr Wald. Kriegen wir hin. Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ja, das ist in Ordnung. Ich muss jetzt erst ein bisschen Bäume bauen. Also geben Sie Acht auf die Dinosaurier und unsere Gäste und auf sich selbst. Ach, das ist jetzt nicht so gut gewesen da an der Stelle. Besser? Wo ist er denn jetzt überhaupt? Jetzt habe ich ihn zugebaut. Habe ich jetzt beide freigelassen? Nee, habe ich nicht. Wo ist denn jetzt der andere hingelaufen? Gute Arbeit mit den Besucherzahlen. Gut gemacht. Danke, danke, danke. Ich kriege hier gerade nur Lob. Muss ich halt gucken, wie du dich hier fühlst. Verschreck dich. Na, da haben Sie ja mal einen Volltreffer gelandet. Ja, ich möchte ganz gerne. Jetzt wird meine Statistik angezeigt, so. Immer noch mehr Wald braucht er. Ja, dann ist es halt so. Dann hauen wir da halt noch mehr. Dann müssen wir jetzt alles zuklatschen, nützt ja alles nichts. Immer noch mehr Wald und mehr Grasland. Scheiße, das Gehege ist zu klein. Das ist doof. Okay, da müssen wir halt wieder ein bisschen bauen, ein bisschen basteln. Hätte jetzt gedacht, das ist groß genug. Rimni hat mich wahrscheinlich wieder schon in den. Hat mich schon wieder zerrissen.
Ah, Abrissmodus. Achso, das ja. So. Aktuell gelten die jetzt als frei, ne? So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das Verhältnis jetzt ist. Wo sind sie? Da ist einer. Grasland, ein bisschen mehr Wald und ein bisschen mehr Grasland. Es ist also immer noch zu klein. Es tut mir leid, mein Freund, du musst weichen. So, das heißt, wir bauen noch mehr Zaun. So. Grasland kommt jetzt hin, aber ich brauche mehr Wald. Das ist natürlich das Problem. Jetzt müssen wir halt die richtige Mischung finden.